Ja, und zu guter Letzt ist der kleine Stadtstreicher am Heimweg noch bei den Indianern angelangt, nämlich genauer gesagt im Karl-May-Museum in Radebeul. Und da schlagen nicht nur die Herzen der Winnetou-Fans, sondern wohl auch überhaupt Herzen der Indianerfreunde höher. Der kleine Stadtstreicher im Angesicht des Bären. Jenes Bären, den Old Shatterhand mit 7 Messerstichen den Chaos gemacht hat in Winnetou 1. In der Villa Bärenfett erfahren die Besucher einiges über die Indianer. Hier haben wir einen Waldläufer. Ein Indianer-Tipi nebst prächtig geschmücktem Häuptling, würde ich mal sagen. Ein Apache-Krieger. Ein Tlingit-Häuptling und sogar der war an der Nordwestküste Nordamerikas beheimatet. Dieser Irokese hat wohl den gleichen Friseur wie der kleine Stadtstreicher. Ein Häuptling der Sioux mit prächtigem Federschmuck. Tomahawk. Und Hirschlederbekleidung. Eine Blackfeet Squaw. Blackfeet heißt Schwarzfuß, heißt aber nicht, dass die sich nie die Füße gewaschen haben. Medizinmänner oder Schamanen waren für die Indianer als Mittler zu den Geistern und auch als Krankheitsheiler sehr wichtig. Natürlich hatten auch die Indianer entsprechende Winterkleidung, die sie bei kalten Temperaturen warm hielt. Den Comanchen sagte man besondere Tapferkeit oder auch Meisterhaftigkeit im Pferdediebstahl nach. Totempfähle zeigten viele Dinge, die den Indianern wichtig waren. Der Bison, indianisch Tatanka, war eine der wichtigsten Lebensquellen der roten Männer. Grizzlybär mit Einschussloch. So stellte man sich Sitting Bull, einen der berühmtesten Indianerhäuptlinge, die jemals gelebt haben, vor. Sitting Bull gelang es in der Schlacht am Little Big Horn, General Custer trotz zahlenmäßiger klarer Überlegenheit der US-Truppen zu besiegen. Und das ist er, Karl May, der sächsische Schriftsteller, dessen Fantasie all die Geschichten rund um Winnetou und unsere anderen Indianerabenteuer in Nordamerika und natürlich auch die Orientgeschichten hervorbrachte. Fantasie, die der Wirklichkeit nicht entspricht, aber immerhin Interesse für die Kultur der Indianer bei den anderen Menschen zu wecken imstande ist. Und jetzt tauche ich endgültig in die Welt von Karl May alias Old Shatterhand alias Kara Ben, nehmen Sie ein. Wer kennt sie nicht? Von links nach rechts die berühmte Silberbüchse, der Bärentöter und der Henry Stutzen, die Gewehre von Winnetou und Old Shatterhand. Karl Mays Empfangszimmer im Erdgeschoss der Villa Shatterhand. Und so sieht Karl May ohne Westman-Verkleidung aus. So kämpferisch Karl Mays Geschichten auch sein mögen, er war eigentlich ein Mann des Friedens. Die Bibliothek Karl Mays umfasste natürlich viele Werke über Nordamerika oder auch den Orient, aus denen er sich das Wissen aneignete, um dann Geschichten
aus diesem Milieu zu schreiben. Karl Mays Arbeitszimmer, und man beachte, frei nach den Orientabenteuern ein Löwe, nach dem Wilden Westen der Bär und hier der Schreibtisch des Schriftstellers. Marco Valenta, du bist jetzt seit einigen Jahren der Winnetou am Wahlkampf. Ist das Leben der Indianer unter den Umständen, wie sie derzeit behandelt werden? Nein, für sie ist es drüben nicht lebenswert. Also weder in den Reservaten ist lebenswert, noch überhaupt. Die Verachtung der Kultur ist doch immer noch präsent, obwohl sie schon sehr vieles geändert und gebessert hat seit den 60er Jahren. Aber es ist einfach eine schwierige Zeit, auch für dieses Volk da drüben. Und mein Herz kämpft und blutet mit ihnen, egal wo es sind. Hamentakope, Metawa, Leokan, Nishpai, Lukanahe, Yatawa, Schnea. Dies war die traditionelle Begrüßung bei meinem Volk. Bei meinem Volk nennt man mich Broken Sun. Ich bin ein Krieger der Ogallala Lakota Indianer. Wir waren einst so viele wie Sterne im Himmel. Und heute sind wir so wenige wie Grashalme in der Wüste. Eines Tages kamen viele weiße Siedler in unser Land. Sie baten um einen Weg durch unsere Jagdgründe. Sie brachten Geschenke, kamen in Frieden und wir gewährten ihnen dies. Es kamen immer mehr und mehr in unser Land. So kam es auch zu den ersten Zwischenfällen zwischen den Lakotas und dem weißen Mann. Wir nannten sie nur Washichu, Weiße. Viele, viele Monate vergingen wieder und es kam zu einem Krieg zwischen Rot und Weiß. Eines Tages schickte der große weiße Vater aus Washington einen großen, tapferen Krieger. Sein Name war Custer. Wir nannten ihn nur Gelbes Haar. Er sollte mit uns über den dauerhaften Frieden verhandeln. So sprachen wir mit Custer. Dieser Friede währte 5 Sommer und 5 Winter. Genau in dieser Zeit, zwischen 5 Sommern und 5 Wintern, führte der weiße Mann Krieg in seinem Land, das er sich nahm von dem Volk der Indianer, gegen seine Brüder, Nord gegen Süd, Blau gegen Grau. Nach 5 Sommern und 5 Wintern kamen wieder viele Siedler, die durch den Krieg ihr Land verloren haben. Und sie drängten in unser Land. Sie kamen über uns wie eine Flut, wie der Adler über die Krähen. Die Lakotas akzeptierten es diesmal nicht und es kam wieder zu einem Krieg. Der große weiße Vater in Washington hörte davon und wollte aber Frieden mit allen roten Völkern in der Prärie. Es kam zu einem Treffen. Unsere Brüder, die Cheyenne, nannten es das Treffen bei Horse Creek. Der weiße Mann sprach vom Friedensvertrag von Fort Laramie. Wir nannten es nur die Zusammenkunft bei Long Meadows. Und sie willigten ein in diesen Frieden. Dieser Friede war von langer Dauer. Danach kamen weiße Siedler wieder in unser Land. Sie vergifteten unsere Flüsse, töteten unsere Büffel und töteten die Lakotas aus Angst, weil sie uns nicht verstanden haben, wie wir leben. Und dann drangen sie in eines der heiligsten Sachen, die wir hatten, ein, die Bahapahas. Unsere heiligen schwarzen Berge. Dort fanden sie das gelbe Metall, das ihr Gold nennt. Ihr Verstand war benebelt. Sie töteten sich auf Angst gegenseitig, nur wegen diesem gelben Metall. Die Lakotas verstanden auch dies nicht, denn wir hatten kein Gold und kein Geld. Wir trieben Handel auf ehrliche Art und Weise. So vertrieben die jungen Krieger der Lakotas, die Weißen. Sie schlugen sie zurück und zurück, bis sie das Heiligste verlassen haben, unsere schwarzen Berge. Danach schickte der große weiße Vater in Washington wieder seinen tapferen Krieger, Custer. Er soll um Frieden bitten und verhandeln. Aber Custer dachte nicht daran. Er wollte nicht verhandeln, er wollte uns nie verstehen. Custer befahl einen Angriff auf ein Lager der Cheyenne. Black Kettle stand im Lager. Hoch zum Zeichen des Friedens die amerikanische Fahne. Custer gab den Befehl, beim Morgengrauen aus der Sonne aus anzugreifen. Keine Gefangenen, keine Überlebenden.
Und so schickten sie mehr als 300 Frauen und Kinder in die Welt der Geister. Es waren nur wenige Krieger im Lager. Gegen eine offene Schlacht mit Kriegern war Custer zu feige. Als die Lakotas dies erfuhren, überkam uns große Trauer und zugleich noch größerer Zorn. Denn von diesem Tage an hallte der Ruf nach Rache durch die Zelte aller Prärievölker. So sammelten wir uns am großen Horn beim Pulverfluss. Von Mond zu Mond kamen immer mehr, bis wir einst 4000 waren. 4000 Cheyenne, Sioux, Arapaho, Lakotas, Ogallala Lakota und auch ein paar Blackfeet waren dabei. Custer erfuhr von dem, auch der große weiße Vater in Washington hat davon gehört, dass sich die Stämme vereinen. Er schickte Custer wieder, er soll erkunden und um Frieden und Verhandlungen bitten. Doch Custer wollte dies nicht. Er wollte uns roten Hunde wehren und nannte von Mutter Erde auslöschen, damit das ganze Land dem weißen Volk gehört. So kam es, dass Custer seine 400 Blauröcke mit der 7. US-Kavallerie aufteilte und unser Lager angriff. Doch sie kamen nicht einmal bis zum Fluss. Sie griffen die Mitte des Lagers der Lakotas an. Unsere jungen Krieger warfen sich ihnen schreiend entgegen und töteten die Blauröcke einen nach dem anderen. Sie schlugen sie zurück und zurück. Dies war für uns der größte Sieg und danach die größte Niederlage. Denn von diesem Tage an hatten die Lakotas nicht mehr zu lachen. Der Zorn des weißen Vaters aus Washington regnete auf uns nieder. Sie nahmen unser Land, sie töteten unsere Büffel, sie nahmen uns unsere Kinder und steckten sie in die Schulen des weißen Mannes. Viele Monate vergingen und wir waren abhängig in Reservaten. Der weiße Mann gab uns Decken mit Pocken, Typhus, Malaria, Krankheiten, die wir nicht kannten. Danach gaben sie uns das größte Gift des weißen Mannes. Minnewakan, verrücktes Wasser, Whisky. Die Männer wurden zu Tieren. Sie haben nicht mehr gejagt, nicht mehr gelebt. Sie waren einfach nur in einer anderen Welt. So akzeptierten wir diesen Frieden. Dies geschah vor mehr als 100 Sommern und Wintern. Jeder von euch trägt eine Tugend in seinem Herzen. Wohitika, Tapferkeit. Wowashake, Stärke. Woksape, Weisheit. Wokie, Großherzigkeit. Drei dieser Tugenden müsst ihr finden, bis sich der Kreis schließt und ihr zu Wakantanka geht. Mein Volk hat an euer Volk nicht mehr viele Wünsche. Es hat nur den einen Wunsch. Lasst mein Volk leben. Hokahe.